Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. In der letzten Folge haben wir diesen riesigen Steg hier gebaut. Und in der heutigen Folge würde ich ganz gerne den Damm an sich fertig bekommen. Wir haben jetzt hier unterirdisch ein paar Wege gebaut, mit denen die Biber ganz gut zurechtkommen. Ich würde aber sagen, macht mal hier Prio und macht mal hier Prio bitte. Einfach nur, weil die anderen dann schon mal hier mit Aufräumen weitermachen können. Denn letzten Endes muss er hier noch eine Mauer, das muss weg, hier muss noch eine Mauer. Dann könnte man von hier auch direkt da arbeiten und so weiter. Und aus irgendeinem Grund bekommen die nichts zu essen. Und ich habe noch nicht genau verstanden, warum. Denn die Lager sind gut voll mit Essen. Also. Boom. 12.000 sind jetzt noch. Nice. Okay, wie viel Sprengstoff haben wir? 17. Es wird langsam Zeit, hier den Sprengstoff anzusetzen. Okay, wir können scheinbar immer zwei machen. Ja, hier wird es ein bisschen schwieriger, sich durchzusprengen. Aber das werden wir dann alles sehen. So, boom. Dann Weg voranbauen. Dann Sprengung. Na, jetzt bin ich gespannt, ob der dann so weit nach oben bauen kann. Ich vermute mal nicht. So, jetzt kriegen wir den Weg zwar bis... Wow. Das war... nicht. Den Weg zwar bis hierhin, aber ich bekomme vermutlich den Sprengstoff nicht hier oben drauf, oder? Nee. Okay. Hier wäre jetzt auch die Frage, ob wir... Ja, wir kriegen das auch nicht hier drauf. Hm. Das ist, wir wollen erstmal eine Leiter. Und dann springen wir das Eck hier raus. So, das müsste jetzt gehen. Ein hoch... ging ja, ne? Genau, da kommt er und bringt den Sprengstoff. Na, und... ja, lassen wir die mal kurz springen. Wie läuft's hier? Okay, hier ist die Leiter fertig. 138 Glück entfernt, naja. So, ich hoffe, langsam kommen die Typen, die das hier wegreißen. Abriss Priorität hoch. Vielleicht sollte ich das hier auch nochmal überall machen, um sicher zu gehen, dass die wissen, wie wichtig das ist. Ah, guck mal. Deich. Weg. So. Und jetzt können wir... Stück für Stück uns hier durchspringen.
Die bauen jetzt erstmal die beiden, dann sprengen wir die und dann sprengen wir uns hier oben durch. Und dann sprengen wir uns so Schicht für Schicht durch. Lass mich doch nicht von so ein bisschen Berg aufhalten. Ah ja, hier passiert schon was. Ich baue mal einen Weg nach hier. Der muss später natürlich weg, aber ich denke, das ist ganz schlau. Ja, und die Holzfällerfahne hier kann auch wieder deaktiviert werden, weil es... Ah, nee, kann nicht. Aber... Und hier überall wieder weggenommen werden. Wartet mal kurz mit dem Bau von den Dingern hier. Reißt lieber mal die Bäume ab. Fahren wir die Schleusen mal komplett runter, damit das für den Moment noch keine Auswirkungen hat. Sprengung. Okay, dann kommt hier die nächste Schicht, die gesprengt werden muss. Ja, haut weg. Haben wir auch zu viel Sprengstoff? Hm? Kommen jetzt überhaupt noch hier vorbei, um dahinter zu kommen? Oder sind die wieder richtig dumm unterwegs? Ah doch, die können da vorbeilaufen. Gut. Oh. Die sind komplett leer. Dann wird es mal Zeit, den Motor wieder anzuschmeißen. So, einer noch. Und dann Kaboom. Schön, dass er das mitten in der Nacht noch dahin trägt, aber dann nicht fertig baut. So, wie ist der Status hier? Ah ja. Prioritäten. Wobei, hier hoch. Ich muss jetzt sehr vorsichtig planen. Also wir brauchen Deiche. Also theoretisch können die hier vorbei und das bauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die das machen. Und dem hier können wir auch eine hohe Priorität geben. Dann ist hier schon mal der Bereich fertig. Zwei Schleusentore sind fertig. Noch steht keine Dürre an, aber ich würde mich noch nicht drauf verlassen. Und vor allem, wir müssen dann ja auch erstmal riesigen Stausee aufstauen. Also es bringt ja noch gar nichts, wenn wir das auf der Höhe hier aufstauen. So. Damit ist das schon mal gesprengt. Und jetzt können wir unser gemütlich hier durchspringen, ne? Zwei gehen ja immer. Und die nächsten machen wir dann immer Stück für Stück.
Aber es geht ganz schön tief hier noch runter. Noch einfacher wäre es, wenn wir uns hier komplett durchsprengen würden. Aber irgendwann ist auch mal gut. Sollen das ruhig erstmal abholen hier. Zwei Stämme fehlen noch. Schade eigentlich um die ganzen Bäume. Könnten wir alle abbauen, aber bis die hier alle hergelaufen sind, na komm. Können wir uns das auch sparen. Okay, das bleibt hier einfach so abgestorben, verstehe. Ja, das hier wird alles absterben, weil es unter Wasser ist, denke ich, aber... Dann ist das so. Okay, das ist der erste. Der hier wird als nächster fertig gebaut. Dann ist zumindest die Seite schon mal fertig. Boah, ist halbe Stuttgart 21 hier von der Zeit, die das dauert. So, holt das mal weg hier. Kann das später vielleicht noch einen tiefer Sprengen machen. Klar, baut einfach random irgendwas. Fertig. Ich hoffe, dass sie an die anderen noch gut rankommen, wenn das hier zugebaut ist, aber theoretisch sind da nur Bäume im Weg, also sollte es nicht das allergrößte Problem sein. Was sagen unsere Holzvorräte? Viel Holz, viel Holz. Okay, wir haben richtig viel Holz. Wow. Und wieder einen Schritt voran. Stört die das mit der 18-Stunden-Schicht eigentlich? Ah, das könnte der Grund sein, warum die teilweise nichts zu essen und zu trinken haben, ne? Weil die erst nach der Schicht essen und trinken gehen. Aber noch hält sich in Grenzen. Und um den Damm fertig zu bauen, würde ich es auf jeden Fall gern behalten. Nein, in 3 Tagen kommt eine Dürre. Wo wir das schaffen? Ich glaube nicht. Dammit. Okay, warte, da alle Prioritäten mal hier auf die Dinger. Dann können wir den See zumindest ein bisschen aufstauen. Und hier kann man ja auch eine Wasserpumpe hinbauen. Die dann hier aus dem See pumpt. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob wir das in 3 Tagen schaffen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben 4 Arbeiter. So eine Bauarbeiterunterkunft wäre sicher nicht schlecht. Kann ich hier...
Preis. Ressource abreißen. Bauarbeiter Unterkunft. Aber das in 3 Tagen alles fertig zu kriegen, halte ich für ziemlich illusorisch. Wie sehen denn die Wasserstände aus? Boah, die sehen gar nicht gut aus. Was? Ja, aber es bringt alles nichts, solange ich nicht sicher bin, dass das hier fertig ist bis dahin. Und das sieht halt echt nicht danach aus. Ah, das ist schlecht. So schlecht. Aber was will ich machen? Kein Stauraum. Okay. Oh, ich hasse diese Dürren. Die waren auch früher nicht so oft, oder? Oh, nie im Leben wird das auch nur ansatzweise fertig. Die Energiespeicher füllen sich langsam. Gut, wir haben jetzt hier ein großes Metallvorkommen. Hier ist auch noch eine Menge Metall. Also das ist nicht das größte Problem jetzt. Aber die Dürren, die nerven gewaltig. Die Frage ist halt, wann stoppe ich den Spaß, ne? Damit es nicht überläuft. Ich kann hier die theoretisch auch schon mal hochstellen. Aber dann ist halt hier einfach mehr Fluss. Vielleicht fließt ein bisschen weniger insgesamt ab, aber glauben tue ich das jetzt nicht. Okay, und zwar würde ich direkt jetzt hier hochfahren und hier komplett hochfahren. Okay. Damit haben wir hier ein deutlich größeres Staubecken. Hier sitzen größere Staubecken, allein schon, weil hier nicht mehr der Damm ist. Hier habe ich auch direkt zugemacht. Weil ich ein bisschen was hier noch reinfließen lassen könnte. Ja, das auf der anderen Seite vertrocknet. Okay. Damit haben wir hier jetzt einen relativ hohen Wasserpegel. Und ich lasse die Pumpen auch erstmal laufen, weil wir weniger Wasser haben als vorhin.
Ja, die können hier während der Dürre natürlich das fertig bauen. Aber... gefallen tut mir das nicht. Es wird auch immer länger hier. Eigentlich war das doch mal so, dass die Dürren zufällig lange sind, aber das ist ja langsam nicht mehr zufällig lang. Also dann würde ich das hier erstmal fertig bauen. Wobei sollen die... pass auf, sollen die mal das hier priorisieren? Dann haben wir nämlich mehr Arbeiter. Wir haben eh 13 Arbeitslose. 13 Arbeitslose, aber ein Laden ohne Arbeit. Oder wieder was. Hier ist ein Leerstand. Sprengstofffabrik. Hat keinen Nachruf. Ja, dann bekommt er noch zwei Leute. Ich denke, das lässt sich regeln. Wasser sollte genug für die beiden noch da sein, hoffe ich. 20% höherer Verbrauch, aber hier dafür ein bisschen weniger. Okay, die Bäume werden langsam alle abgefällt. Achso, ja. Klunk. Und wir haben 4 neue Arbeiter, die jetzt alle mit anpacken können. Damit das zumindest zum nächsten Mal fertig ist. Ist natürlich ein gewaltiges Bauprojekt, ne, das wir hier vorhaben, aber das muss, das muss. Ist nicht der Rapsgelager. Haben wir hier ein Rapslager? Grobenfrüchte. Ne, so ein Zwischenlager für Raps haben wir gar nicht, ne? Vielleicht wäre das mal ganz gut. Das ist dann Rapssamen, ne? Ist das so? Ja. Das ist erstmal in Ordnung so. So, noch 3 Tage. Wie ist der Zwischenstand nach 3 Tagen? Okay, wir haben noch eine Menge Wasser. Wie ist der Wasserstand hier drin? Okay, nicht mehr so hoch. Pumpen wir weiter ab oder nicht? Ich würde sagen, ich... nehme mal 2. Ne, ich nehme alle Pumpen aus dem Betrieb. Weil so können wir möglicherweise alles retten. Das wäre gut. Oh! Die Schleusen sind fertig. Nice. So, 2 Deiche noch. Dann kann die Straße weg und dann können weitere Deiche hin.
Aber zumindest haben wir schon mal die Möglichkeit, auf eine Stufe zu stauen. Und eine Staustufe ist besser als keine Staustufe, ne? Die hier gehen uns alle nicht ein. Nur noch 2 Tage. Und wir haben noch... Was sagt denn der Pegel? Ja, wir haben noch... Wasserströmungsanzeige. Mist, die Wassertiefe. Boah, das wäre eigentlich auch ganz praktisch. Könnt ihr das mal kurz bauen? Das müsste doch gehen hier. Ja. Perfekt. So, der Wasserstand ist 0,11. Das ist wenig. Sehr wenig. 0,1. Aber es ist nur noch ein Tag. Vielleicht schaffen wir das. Okay. Ich mache mal wieder 6 Stück. Ich weiß nicht, ob ich die überfordere, wenn ich das alles gleich zuballer. Deshalb machen wir lieber so. Dann fehlen nur noch 1, 2, 3, 4. Und dann ist die Staumauer. The Great Wall. Great Wall of Timberborn. Fertig. Alter. Als hätten sie ihr ganzes Leben lang nur darauf gewartet, endlich Rapsamen einlagern zu können. Was zum Teufel. Habt ihr die überall eingelagert? Oh mein Gott, die haben die überall hier eingelagert. Hilfe. Ja, okay. Ja, dann machen wir die Presse auch mal wieder an. Auch um die wieder ein bisschen loszuwerden. Oh, sind schon 2 fertig, ne? Krass. Okay, mehr Arbeiter hat sich definitiv gelohnt. Ja, die Pumpstation hier ist natürlich ein bisschen schwierig. So, Wasserstand ist 0,05, aber wir haben nur noch 0,2 Tage. Das heißt, selbst wenn es jetzt kurz ausgeht, selbst die Sojabohnen werden es wahrscheinlich überleben. Ich mache hier mal auf, weil hier sind ja noch ein paar Liter drin. Ach, guck mal. Jetzt haben wir... 0,13. Und die Dürre ist vorbei. Okay, durch die Dürre sind wir schon deutlich besser gekommen. In Zukunft, denke ich, werden wir die ganzen Pumpen vielleicht hier wegmachen und alle hier an den See stellen. Man kann die ja sicher auch hier auf so eine Plattform irgendwie bauen, wenn die groß genug ist. Können wir die hier irgendwie so. Und dann machen die so. Und lutschen den See leer. Nicht, dass wir noch eine Überflutung bekommen. Achtung, Wasser kommt. Wobei, das hier ist auch nicht ausgetrocknet, ne? So, noch läuft hier Wasser durch. Noch. Ah ja, da fällt mir gerade ein, unser Sprengprojekt habe ich auch noch nicht weitergemacht. Aber langsam, aber sicher sprengen wir uns hier schön durch den Berg.
Oh, da kommt er. Mit dem nächsten Dynamit in der Hand. Und... Next. Dann müsst ihr den da hinten auch noch schaffen, oder? Naja, in dem Fall jetzt nicht. Oder es ist halt, weil es schon dunkel ist. Who knows? Was ist mit ihm? Du bist verletzt. Hier sind schon zwei Verletzte. Was zum Teufel macht der hier? Naja, fast das Gefühl, dass er mit Sprengstoff hantiert. Das ist alles nur Ästhetik, ne? Ein Krankenbett. Okay, machen wir noch zwei Krankenbetten. Um zumindest in Zukunft noch irgendwas zu können. So. Fließgeschwindigkeit 0,8 Kubikmeter pro Sekunde. So, jetzt last step. Weg weg. Beziehungsweise die drei weg ist vor Last Step, weil wenn die jetzt anfangen, den hier als erstes zu bauen, dann kommen wir nicht mehr hoch. Also zumindest so weit muss ich dir noch vorkauen, was wir zu tun haben. Könnte man jetzt auch mit Prius lösen, aber... Ah ja, Wasserpumpen wieder an. So, die hier läuft ja auch. Sehr gut. Hier haben wir uns erfolgreich durchgesprengt. So, Sammlerfahne. Distriktverwaltung. Metallplünderer. So, und hier brauchen wir auch wieder Sprengstoff, denn hier müssen wir jetzt einen Weg runterspringen. Kann ich da direkt schon... Okay, die beiden kann ich... Also nach unten ist scheinbar unendlich tief möglich, weil klar, die müssen sie nur runterwerfen, ne? Also solange sie zum Runterwerfen drankommen. Dann bauen wir hier so eine Treppe runter. Okay. Jetzt letzter Schritt. Das hier weg. Deich hin. Höchste Prio, Feuer frei. Damit ist die gesamte Staumauer. Oh wow, okay, rastet halt komplett aus. Quasi fertig. Die Staumauer ist fertig. Okay, dann nochmal einmal kurz zum Sprengstoff schauen. Hier noch springen. Okay.
down auf 1,5. Das wird vermutlich ein bisschen dauern, weil die Gesamtkapazität von dem See hier doch nicht ganz ohne ist. Also 1,5, das hier, diese Kante hier ist 1, ne? Also hier hinten werden wahrscheinlich die Sachen eingehen, schätze ich. Es sei denn, wir lassen zwischendrin immer wieder mal ein bisschen was raus. Denn wenn wir jetzt bedenken, bis das voll ist und wenn dann noch eine Dürre dazu kommt, und das tut sie wahrscheinlich, weil sie uns ärgern will. Und das hier wird auch alles absaufen. Aber das passiert halt bei Stauseen, ne? Was willst du machen? So. Dann, wo ist die Sprengung? Hier. Mal hier anfangen mit Treppen und dann ja 4000, wir können sogar die Mine freischalten und noch mal kurz checken platztechnisch, aber sieht 300 Holz, 450 Zahnräder und 300 lasiertes Holz, das haben wir noch gar nicht, ne? True. Aber wir können jetzt hier was anbauen. Zum Beispiel eine Holzfarm. Okay, das läuft alles ab, aber wie gesagt, das ist schon in Ordnung. Wir sollten vielleicht hier noch einen Messstab einbauen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch Lust haben, hier zu arbeiten, tatsächlich. Also, ob die in zwei tiefen Wasser arbeiten, wahrscheinlich nicht, ne? Aber... mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Messstab hier runter. Vielleicht tauchen die ja. Oh. Da kommt tatsächlich mit einem Ding an. Oh, die tauchen wirklich. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet, aber freue mich natürlich. So, Wasserstand ist bei 1,6 Meter. Ja, wir sind gleich. Okay, das ging schneller als erwartet. Wir sind gleich angekommen. Ja, jetzt sind wir auf der Staustufenhöhe angekommen. Ist doch nichts gestorben. Außer das, was sowieso schon tot war. So, und hier kann man jetzt natürlich überlegen, ob man ein großes Kraftwerk hinbaut. Da würde ich mich aber schon sehen. Ich hätte ganz gerne die Sammlerfahne weg. Und dann Ressourcen für Abriss markieren. Einmal quer hier durch. Wir bauen hier eine Hauptstraße. Und schauen dann, dass wir hier eine Fabrik für die Sachen haben. Ne? Wir bauen eine Zapferhütte und dann das Ding. Benötigt Arbeiter, weil zwei verletzt sind. Aber sobald die wieder gesund sind, können die ja weiterarbeiten. Okay.
1,63. Ja, eigentlich müssten wir dann, boah, wie machen wir das am besten mit einem Wasserkraftwerk, mit einem großen? Ja, eigentlich müssen wir hier wieder eine Verengung machen. Und dann sagen, okay, wir machen hier zwei rein. Und dann verengen wir das entsprechend. Mit Deichen. Oder? Dann kriegen wir da zwei große hin. Und da auf die Deiche kommen halt nochmal Deiche. Weil die ja so halt, zumindest auf einer Seite, weil die so eine Halterung brauchen. Und hier könnte man dann so vorbei und rüber gehen. Das müsste ja vom Platz, denke ich, passen. Hier noch so reinmache. Und dann Energie, großes Wasserrad. Hier drauf. Sieht doch vernünftig aus, oder? Kann ich das da dran machen oder ist das... Okay, das werden wir dann sehen, ne? Aber vielleicht sollte ich in dem Fall erstmal eine Seite machen. Also insgesamt, dass auch wenn wir das so machen müssen, geht's, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir das direkt da an... Ja doch, der scheint so einen durchgehenden Nupsi zu haben. Ah gut, aber es ist in jedem Fall dann connected. Auch wenn wir das hier hinstellen müssen. So, die beiden Bauwerke pausiere ich. Dann bauen wir hier noch eine Treppe hin. Es lohnt sich halt nicht, hier ein Distrikt zu bauen, weil sowieso nur ein paar Bauwerke hier sind, die dann keine Maintenance mehr brauchen. Boah, ja. Der See ist mega. Sehr, sehr nice. So, hier haben wir auch einen Weg runter. Das ist gut. Hier ist jemand mit einem Schild, weil Altmetall voll ist. Ach krass. Der hat gerade nichts verarbeitet, weil er krank ist. Ja gut, dann ist das so. Ja, der Stausee ist fertig. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Kraftwerk, das hier entsteht und der neuen... Könnt ihr das mal wegräumen hier? Das ist unfassbar. Und der neuen... ja, Geschichte hier. Sag mal. Und dann geht's weiter. An der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und in 3 Tagen sind wir dran. Ciao.